So, dann sage ich willkommen zurück zur nächsten Folgerunde, wie auch immer. Achtung, Dude, ich hab's gesehen, wie du gerade gekämpft hast. Du warst gerade ziemlich krass. Deshalb möchte ich dir gerne mal zeigen, was so ein Gärtner drauf hat. So ein Gärtner hat mich drauf in 3, 2, 1, nein. So ein Gärtner hat erstmal drauf, dass er was isst. So ein Gärtner hat auch drauf, dass er sein Inventar sortiert. Pff. Können andere Spieler bestimmt zwar auch, aber es kann ein Gärtner viel besser. So. Da haben wir Sättling gedroppt bekommen. Da haben wir auf jeden Fall. Was wird es, Dude? Was wird das? Tun wir jetzt mal so, als ob wir weggehen. Und gehen wir jetzt runter. Nice! Und wir haben ihn bekommen. Das ist unser vierter Kill, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Vier Kills mit dem Gärtner-Kit. Das ist jetzt die neue Challenge, der neue Trend. Wie viele Kills machst du mit dem Gärtner-Kit? Der Hype ist real. Also, das Gärtner-Kit ist ja jetzt auch so ein Kit, was nahezu jeder spielt, deshalb möchte ich das halt auch von jedem mal gespielt haben. Das Gärtner-Kit ist ja total im Hype. Aber ich habe richtig viel Damage gerade von dem bekommen. Ach, der ist Assassine, fuck it. Der ist Assassine. Nein, nicht fuck it, aber. Oh. Hä, hatten die gerade einfach bei den gleichen Skin? Was ist denn das? Ist das. Sorry. Ich kann ja mal nachfragen. Oh, GG. GG, Dude. GG, Dude. Das ist zwar nicht mein Kill, aber. Ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist. Bei meinem. Ja, GG. Dann halt nicht GG. 85 Coins, ein Kill. Ich würde sagen, das sind 4 Kills mit dem Gärtner-Kit. Road to Vollzeit-Gärtner werde ich, glaube ich, das Ganze nennen. Oder Road to Tentheim-Gärtner-Kit. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich das Ganze auch einfach cutten an den Stellen, so dass ihr sehen werdet, was los war. Aber das ganze Gameplay, das müsst ihr euch ja nicht geben. Oder ich werde es verstehen, aber was weiß ich. Die Kits sind mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden und gerne kann sich da halt nicht jeder leisten. Du musst halt richtig Gras dafür auf der Tasche haben und die richtigen Blätter wachsen lassen und schon. Bist du Gärtner? Nein, ich habe auch den Daily Bonus aufkommen, also der hat bei mir keine Ahnung. Ich habe schon richtig lange Streak. Ich habe keine Ahnung, 40.000, nein, nicht 40.000, 4.200 oder 4.300 Coins kriege ich schon. Die habe ich jetzt den Tage zusammenrechnen, weil ich halt keine Zeit mehr habe dafür. Also, weil ich unterwegs bin, nicht zu Hause bin auf jeden Fall, mein Laptop da nicht mitnehmen möchte. Und deshalb wird mein Streak reißen. Von Kahn. Wie viel Tagen? Ich glaube, seitdem das Ding hier eingeführt wurde, aufkommt dieser Daily Bonus. Seitdem habe ich diesen Streak. Das ist schon ziemlich krass. Ja, ich habe zwei Enderperlen. Es sind hoffentlich auch zwei Kills und nicht ein Fail und was weiß ich. So. Also, die am Anfang haben vielleicht irgendwelche mit Glück vier Equip bekommen, das sollte ich mir. Den gehen wir jetzt mal hübsch besuchen. Jetzt kommt ein Kill ganz im Stile eines Gärtners. Neben uns scheint keiner gewesen zu sein, oder was? Mann, schade. Das war auf jeden Fall ein Kill. Das war unser. Habe ich richtig gezählt? Unser fünfter Kill? Punktestand 3. Geil. Also, 5 Kills haben wir jetzt schon. Nice. Wo steht das? Wo steht. Hä? So, ich setze mir mal zur Sicherheit hier einen kleinen Cup. So, da bin ich wieder. Mit einem leichten Zeitsprung mit in der Runde drin, weil OBS tatsächlich in diesem Moment den Geist aufgegeben hat für eine Sekunde. Alles richtig gemacht, also, so, Dude, was machen wir? Wir gucken uns um und dann, bam, wirst du weggehämmert. Boom, da bist du nämlich kein Gärtner. Wer kein Gärtner ist, den Bock geschnitten, ich weiß. Weiß, Brudi. Ich hätte mal die, ich behalte die Goldchest zur Sicherheit mal schon mal. Ich glaube, ich das Gefühl habe, dass der da von da oben gleich eh zu mir kommt. Also, der aus der Mitte. Ja, einfach so komplettes Equip und Fleek hat. Ich. Alter, wie ist der einer hinten geflogen? War das. Sah ziemlich kurios aus. Ein Gärtner steckt sich nicht hoch. Ein Gärtner baut halt nur gerne Gras an. Ja. Ich nicht mit der Angel. Autsch. Mann, da haben wir nur.
Halt, stopp. Das war diese Runde schon unser sechster Kill, hoffe ich. Wenn nicht, wäre Kacke. Ja, das war jetzt ein bisschen unlucky. Vielleicht rauslaufen sollen und mich mit der Enderperle. Mit der Enderperle weg teleportieren. Wrong. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade den Crusher Schleim in der Stimme habe. Also, so. Hätte ich machen sollen. So, nächste Runde. Kills 6. Hoffe ich einfach. Wenn nicht, werde ich einfach so lange machen, bis ich 11 Kills habe. Diese Runde. Also, einfach weitermachen, bis ich 11 Kills habe. So zur Sicherheit, dass ihr euch auch safe bin, dass ich genug Kills gemacht habe. Wenn nicht, wäre ich ziemlich am Arsch. Am Po, am nicht am Arnus, am Popo. Werden wir ziemlich am Popo und dann müssten wir uns nochmal komplett neu bemühen. Ich kann, was auch immer ich gerade versucht habe, kann ich nicht. Kann ich nicht zu 100%, kann ich sowieso nicht. Lustig! Aufgrund der Einstellung des Bioms ist das Wasser hier bunt. So. Boom, da haben wir den Assassinen weggeballert. Denk ruhig. Mann! Ich hatte. Mann! Das ärgert mich so. 6 oder. Also 6,5 und also. Ich nenne es jetzt einfach meinen siebten Kill. Falls es nicht passt, werdet ihr es im Edit unten sehen. Ich werde hoffentlich eine Zahl unten einblenden. Sofern ich das nicht vergesse, so. Reset. Ich glaube, die Map hat ewig gedauert. Ich kann mal jetzt mal gucken zur Sicherheit, ob das wieder. Ah, nein. Nein, falsches Programm. Ach, da ist OBS. So, OBS läuft schon wieder seit 6 Minuten. Und in 6 Minuten haben wir schon ein Kill gemacht. Läuft doch bei uns. Also. Ich glaube zumindest. Ja, müsste ein Kill gewesen sein. Wie gesagt. Ja, also. Ich notiere derzeit einfach die 7 Kills und werde am Ende sehen, ob ich noch ein Kill machen muss. Und wenn ja, dann spiele ich vielleicht noch die andere Runde. So, ich kann jetzt mal, könnt auch mal meine Gesamtstats, falls die irgendwie jucken. Rang 11.474, 2.149 Spiele schon. Oh. Morgen keine oder warum? Jupp. Genau, das ist ebenfalls der Grund bei mir. Also bei mir, ich habe jetzt ein Rest der erste Abend heute bei mir. Und ich habe Ferien. Jo. Und zack. Bin seit einer Stunde am Stream. Läuft bei dem. Läuft. Läuft, Brudi. Läuft bei dir. Ich kann dir aber nicht zugucken. Auch wenn ich es gern würde. Oder, naja, würde ich es gern. Keine Ahnung. Je nachdem, wie ich dich finden würde, würde ich dir auch zuschauen oder nicht zuschauen. Also. Wir haben nur 60.000 Internetleitungen und manchmal, also ich vermute zumindest, dass er auf Twitch streamt, da die streamt das Bug bei uns ziemlich rum. Oh, Legends XX und Quantoriox sind anscheinend in der Party, die joinen nämlich immer gleichzeitig. Ist mir die Runde vorzuweisen, also ist mir vorhin schon aufgefallen, dass die gleichzeitig gejoint sind, aber ja. Jetzt ist halt safe. Jo. Das ist eigentlich süß, also. Eine kleine Anekdote ist, das MLG-Kit kam ja so in der Zeit raus, als Nebelneek das mit dem MLG groß rausgebracht hat. Übrigens, Weltklasse-YouTuber. Mann. Runde wird frei. Da, Skyblock. Müssen wir als Skyblock spielen? Für uns als Gärtner kein Problem, denn auf Skyblock können wir unsere Möglichkeiten entfalten, können wir schöne Dinge bauen. Ja. Sowas halt. Kommandant Leon hat das Spiel betreten. Was einer immer das Telekom. Dein Chance weg. Hashtag Telekom for President. Ah, alles klar. Nein. Hashtag Groß-GV-Jahrgang. Ne. So. Das Telekom. Okay. Sind zwei Clans. Oder zwei. Wahrscheinlich zwei Befreundete. Oder sowas Clans. Wenn die beide so ein komisches D am Ende haben. Kann man eigentlich Hashtag. Nach Quatsch. Keine Lust. Juckt mich andere Clans. Eigentlich schon, aber pff. Wofür? Wir sind die Pupsbombe. Und der Rest ist, naja, nicht Pupsbombe. It was at this moment, Levin. He fucked up. Ja, hier seht ihr, wie Lervinator eine Runde sehr gut anfängt. Hä, was habe ich gerade gemacht? Minecraft? Hallo?
Slash Hub. Hubschraubereinsatz, meine Damen und Herren. Hubschraubereinsatz. Da ist ein Smither in der Runde. Smither war, also, ich kann mich erinnern, eines von diesen Google Maps hat mich gestern gespielt. Habe eine Map gestern gespielt und ich bräuchte jetzt wirklich mal einen Schub zu trinken, weil ich die ganze Zeit labere. Laber nicht, meine lieben Friends, auf so leichten, zeichte Unterhaltung, aber ich muss euch einfach mal was sagen. Nein, das ist echt kacke gerade, dass ich immer auch bei 7 Kills drin. Also, ich brauche ja dann theoretisch nur 3 Kills, ich werde dann beim Editen fest, also, das Video wird. Ja, vielleicht soll er kommen, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, erst mit oder Sonne da drauf. Auf jeden Fall, also ich bin jetzt während der Ferien nicht zu Hause, deshalb bricht mein Streak auch ein bisschen ab und. Also ein bisschen, er bricht einfach komplett zusammen. Mein K 65 Tage Streak lassen, Quatsch. Dann ist das Leben vorbei. Das Leben ist ein bitter. Leben schmeckt so bitter. Ist ein bitter. Das ist ein Zitat von. Ich glaube. Nemo müsste das sein. Ich könnte an mein Handy gehen, wenn ich es hier liegen hätte. Also ich hatte es vorhin hier zu liegen. Aber ich hab's jetzt nicht mehr hier zu liegen, weil halt Akku leer und so. Akku leer, es klingt irgendwie komisch. Kaum. Oh nein, das ist die Map. Ich hab's mir fast gedacht. So. Da haben wir ihn, glaube ich, oder? Da haben wir ihn? Haben wir ihn. Ja, endlich! Ui, da hat wohl einer instant geliefert. Ah, sind auf jeden Fall unsere 8 Kills beisammen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Ich muss kurz mal was machen. Damit herzlich willkommen zurück von meiner Seite. Ich habe jetzt hier. So, ich bin jetzt wieder ready und werde wieder Kills machen mit dem Kärntner-Kit. Hahaha, Heb ist real. Real ist einmal hin, alles drin, einmal hin, alles drin. Ich glaube, ich bin. So, wir stacken uns jetzt hier mal rüber instant. Und als Gärtner haben wir keine anderen Hobbys. So, genau, Krieg, Angst. So, 3, 2, 1, Person wird. Oh. Person wurde gegärtnert, könnte man sozusagen sagen. Sie wurde nicht bekehrt, sondern gegärtnert. Ja. Mein PC hat mir gerade angezeigt, wie lange ich hier schon dran sitze, Alter. Ich sitze hier schon seit sage und schreibe 7 und Stunden. Wenn eine Stunde, 7 Stunden da. Das ist wirklich fucking lang, Das ist auch echt traurig eigentlich. So. Nein, fuck, ich hab. Ah, Mann! Ich hab grad ein Ding sie weggeworfen. Ein Holzschwert. So, zum zweiten Mal alles wieder durchwechseln. Zeiten ändern sich, ob du willst oder nicht. So. Jetzt kann ich eigentlich zurück hin und meine Insel da alles abbauen, voilà. Deutsch reden ist heute bei mir sowieso beste. Mann! Ist der Typ auch runtergefallen? Hä, wie hat der. Mann, schade. Acht Kills. Kannst du überlegen. Ich habe jetzt 8 Kills, glaube ich, gemacht.
Ah, das mit den Killzählen ist verwirrend. Ich lass ja egal. Ihr werdet sehen, wie viele Kills ich gemacht habe. Bei 10 Kills werde ich einfach stoppen und falls mir noch einer fehlt, dann werde ich halt den 10. so dranhängen und dann, ja, danke jetzt. Ich habe 8 Kills gemacht und gut ist. So, 8 Kills, 8 Kills, 8 Kills. Und jetzt wollen wir auf die nächste Map und die nächste Map nennt sich Locos. Locos. Keine Ahnung, wieso Gomma eigentlich immer so als deutscher Server so einen unaussprechlichen, also nicht unaussprechlichen Namen wird, aber so einen Namen wird, wo man sich fragt, woher die jetzt stammen, welchen Grund es dafür gibt, aber muss ja anscheinend Grund geben. Ich stay einfach mal so lange in der Runde, bis sie voll wird und ihr werdet mich dann wieder hören. So, da geht die Runde los, wir sind drinnen. Praktischerweise und jo. Equippen uns hier erstmal zack, zack, zack. Und hier auf der Insel scheint gar kein gewesen zu sein. Weil die Insel halt komplett unbesetzt ist. Hm. Tja, es ist kein tolles Besetzungsgebiet, ist ein unbesetztes Gebiet also. Wer kennt's nicht? Crafte was, mein Freund. Tu. Ich crafte was, komm schon. Ah, du kannst doch jetzt ruhig rüberkommen. Ich meine, ich crafte was, da bin ich die ganze Zeit beschäftigt und bin ein ganz langsamer Spieler und deshalb bin ich so lange am Craften und dann bewege ich mich immer und mache irgendwas so, zack. Und dann gehe ich wieder ans Crafting-Areal dran. Als ob. Oh, war das ein Lackkampf? Aber egal, das ist ein Kit mit dem. Also, es zählt als Kill. Als unser 9. Kill mit dem Kit. Und der Rückstoßschwert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was er gedacht hat. Was? Es ist. Deutsch ist schwer. Ganz schön, muss ich schon sagen. Deutsche Sprache, harte Sprache und schwere Sprache auf jeden Fall auch. So, 5. Ja, scheiße. Nur 5 Tiers. Ich sollte vielleicht eher darauf achten, dass ich voll bin. Also voll gerackt bin. Weil der andere Dude locker gleich ankommt bei mir. Also. Wäre zumindest praktisch. Für ihn so auch. Ist so eine Empfehlung. Von mir. Er hatte. Wieso hatte er einen Verzauberungstisch mit? Wer mich eigentlich. Hä? Hä? Nein. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal essen. Wir machen uns auch eine Angel, dass wir die da in der Mitte. Ich habe gerade irgendwie durch wenig FPS gehabt. Also ich habe gemerkt, dass irgendwie geleckt hat. Deshalb habe ich geguckt, wie viele FPS ich habe. So, es spielt wie gesagt kein anderer Mensch vermutlich mit dem Kind Gärtner überhaupt und geschweige denn, dass da überhaupt jemand daran denken würde, mit diesem Kit zu spielen, weil es gibt einfach so krass OP damit spielen, wo ich Kappa. Oder wie? Das finde ich echt witzig, wie der eine, mit dem ich in letzter Zeit zusammen zocke. Also der, ihr kennt den auch aus dem LMS-Projekt, anders HD. Der sagt immer Kappa. Also der zieht das A, das erste A so lang. Hört sich ziemlich an wie so ein kleiner Troll. Soll es auch sein, aber ja, ist auf jeden Fall funny, finde ich. Mann, ich hab grad, ich hätte, das war natürlich dumm, ich hätte mir ein Dingsy machen sollen. So schnell wie ich hier mit dem Stacken nicht drauf klarkomme, braucht er mir bestimmt nicht mal einen Hit mitzugeben und ich sterbe in der Mitte, oder? Ui, da oben ist ein Verzauberungstisch, da muss ich unbedingt dran. Nein, muss ich halt nicht, aber. Nice try, dude. Nice try. Ups. Hat das Schwert etwa Knockback? Hat es nicht mehr.
Is he serious? Is he? Ach Junge. Von der Aktion kannst du jetzt gerade echt viel kaufen. Boom. Fall halt nach vorne runter. Mach das. Mann, schade, das hätte unser. GG erstmal. Unser. Oh, ich war auch die ganze Zeit still, fällt mir auf. Das hätte unser. 10. Kill? 10. Kill? Ich glaube, das hätte wirklich schon unser 10. Kill werden können. Hätten wir es nicht so am Ende verkackert. Verkackeiert. Oh, ich glaube, er hat. Oh, ich muss das über wie viel Herz haben. Ja, gut. Hätte ich natürlich optimaler lösen können mit dem Knockback-Schwert. So. Wow. Meine Augen. Hä? 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 Ah! Donut! Stop. Boah. Ich hab, musste gerade ausstoßen, hab dabei weitergesprochen, deshalb hat sich dieser Laut vielleicht mit Stonehenge. 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 Weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht. So komisch angehört. In Stonehenge können wir auf jeden Fall sicher auch viel Grünfläche anlegen. Deshalb würden wir sagen, würde ich sagen, dass ich jetzt einfach mal hier wieder ein bisschen rumgärtnerin in der Runde. Das wäre doch wunderbar. Dann machen wir unseren 10. Kill. Und dann, ja gut, es auf dann 8 Minuten, zweimal, kaum, zweimal, nein, zweimal halbe Stunde, gerne Stunde Videomaterial. Auf jeden Fall spaßig, aber so. Stonehenge hat schon mal den ersten Grasblock von mir abbekommen. Und wir haben eiskalt, wirklich kein Schwert. Wir haben gar kein Schwert, wir haben auch gar keine Möglichkeit, uns jetzt überhaupt ein Schwert zu. Wir könnten über. Nee. Ist mir alles zu kompliziert, über Eisenblöcke und den ganzen Quatsch zu gehen. Also, nicht über Eisenblöcke, sondern über. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich, oder? Über Stein, Spitzhacken und so ganz Quatsch, über Eisen. Also über die ganzen Werkzeuge. Ja gut, der Typ hat eine Enderperle. Und scheinbar auch nicht die Vermutung gehabt, dass. Oh, hat er seine Enderperle getroffen? Da drüben unten irgendwo ran. Nein, das ist unser 10er Game. Ich könnte mich jetzt umbringen. Wir haben die 10 Kills komplett, aber ich kann auch versuchen, einfach in dieser Runde noch mehr Kills zu machen. Ich weiß nicht, was KYS bedeuten sollte, aber oder bedeuten soll, weil ich ja nicht so der Abkürzungsmensch bin, weil ich gerne ausschreibe. Außer auf Twitter. Ja, Mann, ich hab Holz, ich schon mal ein Holz. Also ich hab Holz, ich hab eine Spitzhacke. Sie würde mir die Möglichkeit verschaffen, Holz zu besorgen und dann wäre mein Leben so ein Edge krass wie das eines Leben eines David Hasselhoffs. Dieser David Hasselhoff. Wenn er mich einmal hittet, bin ich glaube ich tot. Mann, ja, es war klar, dass er Lava setzen wird. Es war so klar, Dude. Komm schon. Mann, ein fucking Ernst. Ja, habe ich dich gehittet? Habe ich dich gehittet, Dude? Hast du jetzt Angst vor ihm? Das weiß ich einfach. Boah, dein Ernst. Und jetzt wahrscheinlich zur Hälfte Lowlife gehittet. Als ob wir nur noch anderthalb Herzen hatten. Mann! Ich hätte unten drin bleiben sollen. Egal, wir haben unsere 10 Kills hoffentlich planmäßig voll.
Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, falls du das Ganze angesehen hast. Ich nenne das Ganze, keine Ahnung, ich nenne das, wie ich will. Ich mache daraus, was ich will. Auf jeden Fall haben wir, würde ich sagen, uns den Titel des Gärtners eindeutig verdient. Wir sind nun durchaus ein vorzüglicher Gärtner. Guckt euch das hier alles auf Gomma an. Das könnten wir grüner gestalten, würde ich einfach mal so sagen. Damit gehen wir zum Spawn, gucken uns den Spawn an und sagen, hier fehlt eindeutig Grün, hier fehlen Büsche, hier fehlen Blumen. Das Ganze muss noch ein bisschen grüner sein. Das ist alles so festgeteert, da die einzigen Blumen auf dem Balkon. Das könnten wir noch ändern. Und damit würde ich sagen, die tägliche Belohnung haben wir uns schon abgeholt. Wir haben keinen Premium-Rang, deshalb können wir uns das nicht abholen. Und deshalb würde ich sagen, investieren wir unsere 89.384 Coins. Ich glaube, das waren vorher weniger. Ja, waren es auf jeden Fall. Investieren wir in die Menge und in die Masse. Und zwar eine neue Kiste. Als Gärtner muss man sich mal was gönnen. Und wir klicken, um zu starten. Und kriegen jetzt hoffentlich ein geiles Kit. Oder was auch immer. Am besten ein anderes Skywars-Kit. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen funny. Ja, wir haben tatsächlich das Kit Pilzkuchen. Also das Dingsy Kit, das Mushroom Kit auf für Skywars. Es gibt's. Ich würde sagen, unsere nächste Challenge besteht daraus, in diesem Kit 10 Punkte zu sammeln. Also 10 Kills. Ich habe ja sogar eine Runde gewonnen. Ich kann stolz auf mich sein, würde ich sagen. Gerne an die Macht. Das ist jetzt das neue Leitmotto. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und sage Cheerio!